Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Bürger, vielleicht kennen Sie die Kinderbuchreihe und Verfilmung von »Als die Tiere den Wald verließen« des Schriftstellers Colin Dunn. Die Erzählung handelt davon, dass die Menschen kommen und den Wald und die Natur zerstören, um Häuser zu bauen, Felder zu bestellen und Straßen zu schaffen. Die Tiere können sich nicht dagegen wehren und beschließen, ihre Heimat zu verlassen. Vor allem die düsteren und brutalen Bilder in den Büchern und der Verfilmung haben meine Generation zumindest in den 90ern emotional erreicht. Es war eine ernsthafte, grüne Weltliteratur und große Geschichte. Sie hat wahrscheinlich sehr viel für das kollektive Umweltunterbewusstsein getan. Wir haben Mitleid mit unseren Mitgeschöpfen. Wir wollen unsere Wälder erhalten und Habitate von Flora und Fauna schützen. Das haben wir gelernt. Ein jedes Kind hat das verstanden, dass wir Menschen uns zurücknehmen müssen vor großen Eingriffen. So sollte man meinen. Doch eine neue Finsternis überzieht uns. Es ist der Kinderbuchautor Robert Habeck mit seiner Partei Bündnis 90 Die Grünen. Dieser hat das Buch sicherlich gelesen. Es ist ja auch schließlich seine Profession. Doch er schlägt sich nicht wie jeder gute Leser und anständige Leser auf die Seite der Natur und Lebewesen. Scheinbar hat er Gefallen an der gruseligen, kalten Gegenseite gefunden. Es bleibt leider nicht bei Fantasien in seinen Kinderbüchern, sondern er setzt das Todesröcheln und Leiden der Tiere in die Realität um. Die Entscheidung auf Bundesebene zum massiven Ausbau der Windindustrieanlagen und PV-Flächen sind gefällt worden. Das Ende unserer pittoresken Kulturlandschaft kommt durch riesenhafte Anlagen. Wälder werden deutschlandweit dafür abgeholzt und selbst auf dem Meer will man jeden Schweinswal blockieren. Über 5000 Windenergieanlagen sollen allein in Mecklenburg-Vorpommern an Land stehen, um das 2,1%-Ziel zu erreichen. Wer durchs Land fährt, sieht nahezu an jedem Ort bereits ein Dutzend dieser kolossalen Anlagen und es sind nur 1900 im Bestand. 1900 Anlagen, die wie ein endloses Dystopia am Horizont aufblitzen. Das heißt, um die Ziele der Bundesregierung zu erreichen, muss mehr als das 2,5-fache an Windenergieanlagen noch errichtet werden. Also das, was jetzt schon steht, das soll nochmal kommen und noch welche drauf. Im vergangenen Wirtschaftsausschuss und auch heute hier schon haben wir diese Zahlen gehört. Meine Damen und Herren, grüne Lobbyisten der Unvernunft, vorgaukelnde Wohltäter mit eigennützigen Absichten und Endzeitsektierer haben sich den Staat zur Beute gemacht und diktieren unseren Bürgern nun Industrieanlagen neben Denkmäler, Wälder und Felder auf. An jedem Ort will man aus dem Wind eine Münze prägen. Politiker, die kein Lobbyregister wollen, bemänteln ihre persönlichen individuellen Vorteile als gemeinnützige und ökologische Ziele. Aber leider gibt es ein Problem. Tiere können sich nicht wehren, aber die Bürger können es. Die gehen in den Widerstand. Eine Bürgerinitiative nach der anderen bildet sich nun. Petitionen werden geschrieben, Banner aufgehangen an den Straßen. Die Bürger wählen AfD. Man muss sich also was einfallen lassen. Die große fatalistische Erzählung des großen Klimauntergangs muss nun durch Nebenumstände ausgeschmückt werden. Jetzt will man die Bürger beteiligen. Man nennt es Bürgerbeteiligung. Ein Teil soll an die Bürger gehen. Deshalb gab es ein wohlklingendes Gesetz, das Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz von 2016. So der Plan. Heute befinden wir uns im Jahr 2024. Das Gesetz ist komplett gescheitert. Die Bürger wollen sich gar nicht beteiligen, kein Teil ihres Plans werden. Die Kommunen sind zurückhaltend und in der Antwort auf meine kleine Anfrage, da kann man es nachlesen, Drucksache 2075 vom vergangenen Jahr. Zitat: Für einen Windpark wurde an die Stadt Lübz im Jahr 2020 eine Ausgleichsabgabe in Höhe von 962,19 Euro gezahlt, für die Jahre 2021 und 2022 in Höhe von 1030,76 Euro. Für einen anderen Windpark wurden an die Gemeinden Banskow, Alzachun, Hort, Holthusen, Ülitz, Rastow, Lübesse und Sülzdorf im Jahr 2020 pro Gemeinde 255,49 Euro, im Jahr 2021 1083,63 Euro und im Jahr 2022 1269,47 Euro gezahlt. Zitat Ende. Das war zu den Ausgleichszahlungen. Zweimal wurde ein sogenanntes Sparprodukt
an die Bürger unterbreitet, ohne das weiter zu erläutern. Wahrscheinlich wurde es auch nicht angenommen. Und im Jahr 2020 hatten ganze 30 natürliche Personen Gesellschaftsanteile erworben und die Gemeinde Dassow immerhin Geschäftsanteile in Höhe von 60.000 Euro. Das war die Datenlage, die benannt werden konnte. Ich sag's mal so, der Fensterbrüller war das jetzt nicht gerade und ein Küchenzuruf wird auch nicht erklungen sein. Aber anstatt nun dieses Gesetz zurückzunehmen oder noch besser die unbeliebten Windparks nach Ende der Laufzeit zurückzubauen, wurde sich nun Beratung für eine Gesetzesnovellierung eingeholt. Und der Wirtschaftsminister hat es ja eben auch nochmal zugegeben, neben Kammern, Lobbyverbänden und so weiter, wurde Fridays for Future dazu eingeladen. Die Jugend beteiligen, das möchte sie, so hat Staatssekretärin Ines Jesse im Ausschuss vorgetragen. Aha, also Fridays for Future ist nun die Stimme der Jugend. Auf meine Nachfrage hin zur Qualifikation dieser Truppe keine Antwort, keine Reaktion. Und liebe Kollegen, Sie wissen doch, hinter wem die Jugend wirklich steht, nämlich hinter der AfD. Die letzte U18-Wahlumfrage, fast 40%. Fridays for Future oder andere Vorfeldorganisationen der Grünen Partei sind nicht die Stimme der Jugend. Sie haben auch keine strukturstiftenden Ideen und wir brauchen sie nicht. Und wenn Sie die Jugend befragen wollen, dann befragen Sie alle und fragen Sie einfach mal die Jugend im ländlichen Raum, ob sie zugestellt wollen werden mit Windenergieanlagen. Um der Novellierung vorneweg zu kommen, will die CDU jetzt taktisch einen Pflock einschlagen und kommt mit einer Scheinlösung daher. Die Gesetzesnovellierung will man nicht abwarten, eine Anhörung gar nicht erst beratschlagen. Jetzt kommt ein Antrag und sie wollen noch mehr Bürgerbeteiligung. Ja, klingt erstmal gut. Eine neue Grundsteuer für Windparks und eine Ausweitung auf Solarparks, was ja auch schon jetzt scheinbar Regierungsauftrag geworden ist. Dabei wird jede Menge Sand in die Augen gestreut. So will man risikolose Beteiligung. Ist schön, wenn man alles risikolos machen kann. Und man fordert die Landesregierung auf, ohne es näher zu erläutern, dafür zu sorgen, dass 0,1 Cent pro Kilowattstunde gutgeschrieben wird. Blanker Populismus und volkswirtschaftlich gesehen ist es doch jedem klar, dass wenn man den Unternehmen eine Abgabe aufdrückt, dass sie das wieder draufschlagen. Sehr geehrte Vertreter der Landesregierung und liebe CDU, Sie sind in einem ideologischen Verlies gefangen und Sie wissen nicht, wo der Schlüssel ist. Unsere tierischen und menschlichen Nachbarn sind an der Grenze der Belastbarkeit angekommen. Und Ihre utopischen Ziele sind höchstens mit einer Physik vereinbar, mit der Metaphysik. Und spätestens beim IHK-Jahresempfang am vergangenen Freitag, da wurde das ja von der Logistikbranche deutlich verdeutlicht. Jens Pawlowski vom Bundesverband Güterverkehr Logistik und Entsorgung referierte und er nannte eine Zahl. Um den gesamten Verkehrssektor CO2-neutral zu elektrifizieren, bräuchte man in ganz Deutschland 187.000 Windenergieanlagen mehr. Da frage ich mich wirklich, merken Sie das nicht, dass das unmöglich ist? Wir haben in Deutschland laut BWE aktuell 30.243 Windräder, Zahl Stand März, 1.566 stehen davon an der Nord- und Ostsee. Das kann doch keine Lösung sein. Und liebe CDU, wer sich an Wind- und Solarenergie beteiligen will, der kann das doch auch schon jederzeit privat machen. Es gibt unzählige Fonds dazu, es gibt unzählige Energiegenossenschaften, es gibt Dutzende Plattformen im Internet, wo man sich Anteile an Windparks oder Solarparks kaufen kann, per Nachrangdarlehen sich beteiligen. Unfassbar viele Möglichkeiten gibt es da. Jederzeit können Stadtwerke mit Mehrheitsbeschluss, mit Rückenwind der Gemeindevertreter irgendwelche Anlagen errichten oder andere kommunale Unternehmen. Das ist doch alles möglich, da kann man sich doch dann beteiligen. Es bedarf eines solchen Gesetzes nicht und unter den Bürgern gibt es auch keinen Bedarf. Die meisten unserer Bürger wollen sich nicht mehr daran beteiligen. Sie wollen einfach einen Politikwechsel der Wind- und Solarenergie als maßvolle Ergänzung betrachtet zur Kernenergie. Ja, das will auch die AfD. Aber wir wollen nicht in naturverächtlicher Weise unsere komplette Landschaft mit Anlagen voll und entstellen. Wir wollen uns nicht die Hände schmutzig machen und unsere Heimat zerstören. Und das wollen auch die Bürger nicht. Und wenn man mit den Bürgern ins Gespräch kommt oder sich Umfragen ansieht, dann wollen die in der Regel eins, mehr Abstand, besseren Brandschutz bei diesen Anlagen. Und wenn man sie nach Lösungen fragt,
zur, was man noch machen könnte für die Umwelt, dann ist es in der Regel mehr Wald pflanzen. Dazu haben wir von der AfD-Fraktion auch schon hier eine Vorlage eingereicht, einen Bürgerwald, eine Beteiligung für die Bürger dort zu ermöglichen. Das wäre ein entschiedener Antrag, um die Umwelt zu schützen. Sie wollen lieber noch den letzten dass die letzten Vögel den Himmel verlassen, und deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab.